Hi, ich bin's. Ja, ich bin natürlich super froh, heute ein Testbike zu haben. Und zwar von Infront Bikes, von Markus Bauer, dem ehemaligen Rennfahrer. Ja, ich bin super gespannt, weil ich hatte noch nie diese Mischung. Großes Vorderrad 29, kleineres, hinten 27 Zoll und der neue Bosch Motor. Ich will jetzt gar nicht so mega viel erzählen. Ich nehme euch mit und ich probiere jetzt mal, wie fährt es sich bergauf, wie fährt es sich auf meinem Home Trail. Und da muss es mal beweisen, was es so kann. Und ich habe die Kamera. Ja, bin mega gespannt. Erstmal jetzt ab zum Trail. So, eine kleine Abfahrt. Sattel runter. Zum Warmfahren. Mit ein paar Wurzeln das Fahrwerk mal einfahren. Ich mache mal auf Off. Genau, dann habe ich da keine bösen Überraschungen. Also ein kleiner Mini-Trail. Hier in Sauerland. Aber direkt eine kleine Wurzelbehandlung. Das lief gut. Vorne das Laufrad groß, hinten klein, kurze Kettenstreben. Doch, das fährt echt angenehm. Guter Mix. Oh, mit Motor aus. Fühlt sich sehr geschmeidig an. Könnte ich aber mal fast versuchen ohne Motor, aber ich glaube, das wird schon relativ steil. Gucken wir mal, gehen wir mal auf Eco. So, ich wollte jetzt mal gucken, wie das gleich und steiler wird, das Vorderrad sich verhält, ob das ja, leicht hoch geht. Bisher sitze ich sehr entspannt auf dem Fahrrad. Also hier wird es ein bisschen steiler, ich bin auch auf Eco. Ich wollte mal gucken, wie viel der leistet. Ach ja. Ja, der hat schon ganz guten Zug. Aber ich finde nicht zu viel. Also, das ist so ein bisschen. Man muss sich noch anstrengen, ein paar Wurzeln. Ha, ja, große Laufräder. Rollen gut, wo lang, wo lang. Ja, okay, hier haben sie ein bisschen Baufellarbeiten gemacht. Also, ich würde mal sagen, leise der Motor. Auf Eco hat er schon ganz guten, gleichmäßigen Schub. Aber man muss noch gut was tun. Dann mache ich jetzt mal auf Tour. Okay. Merkt man sehr deutlich den Unterschied. Da wurde steiler. Vorderrad ging gar nicht hoch. Jetzt ist wieder moderat. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier mal so eine dicke Wurzel habe, hier, dann kann ich ja mal Vorderrad hoch. Jo. Gut, dass die Wurzeln gerade recht trocken sind. Ja. Ja, aber das Fahrwerk, das verzeiht auch einiges. Und gibt viel Traktion hier bergauf. Also Linienwahl muss man gucken, aber es verzeiht auch viel, wenn man die Linie nicht so trifft. Ja, einfach hier straight durch. Ich bin immer noch auf Tour und ja, die Unterstützung ist schon echt sehr gut. Also auf langen Touren versuche ich echt immer möglichst in den unteren Stufen zu fahren. Aber hier geht es ja echt steil hoch jetzt. Dann gehe ich mal auf EMTB. Oh, okay. Das geht ab. Okay. Also muss man ja nicht ausreizen. Ich gehe lieber zurück auf Tour. Einfach damit ich halt nicht so extrem. Ja, ich meine, 650er Akku drin. Der wird auch schon mit ENTB was halten. Aber ich finde, auf langen Touren mache ich das sehr gerne zu Haus zu halten. Dass ich echt mein Akkumanagement im Blick habe. Genau, ach, hier sind wir schon gleich auf dem breiten Weg. So, gehe ich wieder auf Eco. Ja, das ist diese kleine Anzeige an meinem eigenen Bike. Mit dem älteren Bosch habe ich hier noch so eine große Anzeige. Das ist deutlich aufgeräumter. Gute Steuerung am Daumen hier. Mache ich den Motor mal aus. Ja, also, das ist auch viel leiser als bei meinem alten Bosch. Wenn du da ausgemacht hast, dann hat sie noch so ein Geräusch vom vom Getriebe, ne? Das haben die wirklich gut geändert. Okay. So, also hier geht der Abzweig links auf den Trail. Das ist jetzt quasi der Zubringer-Trail, weil ich will ja meinen technischen Trail mit Kehren fahren. Und so, Sattel mal runter. Okay, da auf dem Weg zu dem Kehren-Trail habe ich jetzt hier so einen kleinen Zubringer, der auch Spaß macht, wo man ein bisschen schneller fahren kann. Als auf dem Kehren-Trail, der eher so eng und technisch ist, ist auch jetzt nicht verblockt. Ja, ich wollte einfach mal gucken, wie sich das Rad hier schlägt.
die Magura-Bremsen. Ich fahre ja sonst andere. Ja, will ich einfach mal gucken. Ja, ready to go. Also, das Infront Fully ist bereit. Ich ziehe mir den Helm auf und dann kommt jetzt der Trail-Check. Ich möchte einfach mal gucken, wie es sich jetzt auf dem technischen Trail fährt. Genau, also Sattel wieder runter. Ja, ich mache den Motor mal auf Off. Das finde ich jetzt in so einer Abfahrt bergab besser, dass der mir nicht irgendwie, vielleicht wenn ich einmal pedaliere, zu sehr zusteuert. Okay, also Fahrwerk ist offen. Ah, fängt an mit einer kleinen Treppe. Da kann man direkt mal gucken, wie wendig das Bike ist, weil da kommt eine Kurve. Ah ja, die Fox-Fahrwerk wie Butter. Sehr angenehm. Also ich muss es auch gar nicht groß verstellen. Ich mag es ja simpel. Okay, hier geht's weiter. Ich habe gesagt, ah, okay, da liegt ein Baum. Mal gucken, wie es hier weitergeht. Ja, kennt ihr ja, die Home-Trails verändern sich permanent. Okay, aber auch ein E-Bike muss man mal über einen Baumstamm tragen können. Also, natürlich wiegen die Teile über 20 Kilo, locker. Es hat ein 650er Akku drin. Ja, der neue Bosch Motor ist ein bisschen kleiner als der alte. Ja, aber kann man machen. So, also weiter geht's. Hier liegen viele Steine. Ja, also die Schwalbe, die Eddy Current Reifen, haben ganz guten Grip. Hier. Ja, also wenn man schon so ein dickes Fully unterm Po hat, dann möchte man natürlich auch das Potenzial der Federung ausnützen und lässt sich von so ein paar Steinen nicht abschrecken. Ich habe nur die Linie nicht richtig getroffen. Also, ich habe auf EMTB mache ich jetzt mal so, ja. Dann kriege ich noch ein bisschen mehr Schub drauf und let's go. Ja, okay, dann mal schnell wieder auf aufgehen, damit ich hier keinen Stress habe. Boah, das ging super mit dem E-Mountainbike. Also EMTB-Modus hat mich eben bergauf ein bisschen gestört, wenn der so stark geschoben hat. Jetzt kommen ein paar Spitzkehren. Ich bin mal gespannt mit dem kurzen, Hinterbau. Ja, es fährt sich schön wendig. Ich fahre ja sonst auch mal noch mal 26 Zoll. Ich habe ja ein paar Fahrräder. Aber so ist es echt auch. Okay, hier kommt die erste Kehre. Ich denke mal, wir fahren mit einem kleinen Versetzer. Oh ja, Butter. Also Magura kann ich mich gut mit anfreunden, muss ich zugeben. So, Linienwahl mal hier. So, also das Fahrwerk, ja, arbeitet eigentlich so, wie es ideal haben will. Ich will einen Typ, der will nicht so viel Schrauben, also sag ich mal, Schrauben sowieso nicht, aber dann irgendwie hier ein Highspeed-Klick, Druckstufe oder so. Es muss für mich irgendwie simpel funktionieren und ich möchte auch eigentlich meistens eine Einstellung fahren und nicht andauernd vor jedem Trail die Federung anders umstellen. Okay, jetzt seht ihr es. Jetzt wird es auf jeden Fall steinig. Bob, 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 bob. Ja? Oh Mann, ey, das ist echt ein Panzer, das Fahrrad, wie der drüber rollt. Okay, ich muss gucken. Nee, hier ist eine, nee, das ist eine Abkürzung. Wir wollen die ganze Kehre fahren. Okay, eine enge Kehre. Kleinversetzer. Oh ja, das ist. Also, das geht. Mit meinem 26 Zoll Fully geht es nicht besser. Also, ich muss zugeben, dass. Ja, hier kann man fahren, hier muss man nicht versetzen. Okay, mal kurz gucken, wo ist hier die Linie? Ja. Ah, okay. Ein bisschen Bodenerosion. Oh. So, aus dem Trail raus. Ja, was soll ich sagen? Also ich bin echt begeistert. Ich weiß, heute sind die meisten Bikes sehr gut, aber jeder hat so seine persönlichen Vorlieben. Ich mag halt wendig gerne. Ne? Und ich dachte erst mal bei dem riesen Vorderrad, vielleicht ist das wieder eher so ein Panzer. Rollt echt gut über Hindernisse, aber das kleine Hinterrad und der kurzen Kettenstreben und der
kürzeren Motor, das macht echt einen Unterschied. Ja, genau. Da muss ich einmal ein Manual ausprobieren. Und ja, dann freue ich mich natürlich noch auf die nächste Abfahrt. Einmal gucken. Ja, Vorderrad geht hoch. Vielleicht noch ein bisschen mehr Impuls geben. Oh ja. Funktioniert auf jeden Fall. Bisschen noch dran gewöhnen. Okay, ein, zwei Manual-Impulse gemacht. Ja, ich bin jetzt froh, dass das über den Home-Trail so gut ging. Ja, und schreibt doch mal in die Kommentare, wie es bei euch aussieht, falls ihr E-Mountainbike fahrt oder auch ein normales Enduro mit dem Laufrad, mit der Laufradgeschichte, dass ihr vorne ein großes, hinten ein kleines. Wenn man jetzt sehr klein ist, dann könnte man ja auch sagen, man fährt vorne 27, hinten 26. Und genau, ich verlinke mal unter das Video noch mehr Informationen zu dem Fahrrad. Ein YouTube-Video, wo das Bike mal genauer vorgestellt wird. Ein Video zu den Pedalen, die modularen, die ich da vorstelle. Und den Link, damit ihr mal gucken könnt, was ist das überhaupt für ein Fahrrad. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.